schönen guten Abend. Mein Name ist Ulrike Becker, ich bin von der Sotte-Wohnen-Kampagne. Ich begrüße Sie ganz herzlich, euch hier ganz herzlich und freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Diese Veranstaltung heute Abend findet statt im Rahmen der Mobilisierung gegen den antisemitischen Kunstmarsch, der am Samstag hier in Berlin stattfindet, am Flugdamm. Und im Rahmen eben der Mobilisierung gegen diesen Marsch, zu dem ein Bündnis von verschiedenen antifaschistischen Gruppen aufruft. Und dazu möchte ich gleich alle auffordern, an dieser Demonstration am Samstag auch teilzunehmen. Also, und zwar ist Treffpunkt am Samstag um 11 Uhr am Breitscheidplatz. Und außerdem gibt es noch ein zweites Bündnis, das ebenfalls eine Demonstration zur Demonstration gegen den Kunstmarsch aufruft, auf verschiedene bürgerlichen Gruppierungen, zivilgesellschaftlichen Gruppen und das auch von verschiedenen Vertreterinnen von Parteien, allen im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien unterstützt wird. Und der Treffpunkt für diese Demonstration ist um 15 Uhr am Wittenbergplatz. Das möchte ich vorweg schicken. Und hoffe, dass viele daran auch teilnehmen. Und zu den Hintergründen, warum es wichtig ist oder warum wir das wichtig finden, gegen diesen Kurzmarsch zu demonstrieren, haben wir diese Veranstaltung heute hier ausgerichtet, zu der ich mich freue, drei ganz interessante Gäste begrüßen zu dürfen, die ich gleich vorstelle. Aber ganz kurz noch etwas zur Veranstaltung selbst. Es soll also um den Kunstmarsch gehen, um die Hintergründe, die Ideologie hinter dem Kunstmarsch, die Politik des iranischen Regimes, die hinter dem Kunstmarsch steht, aber auch wie der Westen auf beides reagiert, wie mit der Ideologie und der Politik des Regimes umgegangen wird. Und ich bin jetzt in der Vorbereitung zur Demonstration mehrfach gefragt worden, ist das eigentlich wirklich wichtig? Wertet man die Leute nicht auf, die kurzen Leute, die Islamisten, wenn man gegen sie demonstriert? Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich klarzumachen, dass es nicht nur um diese Berliner Islamistinnen und Islamisten geht, die diesen Kurzmarsch organisieren, sondern dass es sich hier um eine Machtdemonstration des iranischen Regimes handelt, der auch jahrelang von Funktionären des iranischen Regimes organisiert wurde und auch jetzt noch sind Funktionäre des Islamischen Zentrums Hamburgs, das von Teheran aus gesteuert wird, in die Organisation dieses Kurzmarsches eingebunden. Wir sind hier also nicht mit dem deutschen Anwälter Jürgen Grassmann und einigen Berliner Islamistinnen und Islamisten konfrontiert, sondern mit dem iranischen Regime. Und darüber, über diesen ganzen Komplex, um den es geht, wollen wir hier heute Abend diskutieren. Und dazu begrüße ich Fatih Narikzadeh, Stefan Griegert und Thomas von der Ostenbacken. Fatih Narikzadeh wird anfangen und gleich ein Statement halten über die Hintergründe des Putztages, die ideologischen Hintergründe, die das iranische Regime oder die Funktionäre des iranischen Regimes seit 1979 jedes Jahr dazu anregen, diesen Kurzmarsch immer wieder zu propagieren und zu begehen. Fatih Narikzadeh ist Mitbegründerin der Kampagne Stop the Bomb und des Mid-East Freedom Forum Berlin. Sie war als Co-Regisseurin an dem Film Kopftuch als System machen Haare verrückt beteiligt, der die Bedeutung und Funktion des islamischen Kopftuchs befragt und veröffentlicht Artikel über die politische Lage im Iran. Als nächstes wird Thomas von der Ostensacken etwas sprechen über die über die Außenpolitik des iranischen Regimes und über die Vorstellung auch durch eine Partnerschaft mit dem iranischen Regime für Stabilität zu sorgen. Thomas von der Ostensacken ist Geschäftsführer, der seit über 20 Jahren im Nahen Osten tätigen Hilfsorganisation WADI. Er ist Publizist und Mitherausgeber verschiedener Bücher über die Region. Zuletzt erschien Verratene Freiheit, der Aufstand im Iran und die Antwort des Westens. Und über die Umwälzungen im Mittleren Osten und Nordafrika berichtet er auf seinem
lesenswerten Blog, der auf der Webseite der Jungle World beheimatet ist und mit dem Titel von Tunis nach Teheran. Und als dritten Referenten begrüße ich Stefan Griegert. Stefan Griegert wird etwas sagen zu den gerade stattfindenden Verhandlungen der P5+1 mit dem iranischen Regime und über die Reaktion des Westens insgesamt auf die iranische Politik sprechen. Stefan Griegert ist an der Politikwissenschaftler und ist Lehrbeauftragter an der Universität Wien und arbeitet als wissenschaftlicher Direktor von Stop the Bomb in Österreich. Er ist außerdem Autor des Buches, das hier auch günstig zu erwerben ist, Die Einsamkeit Israels, Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung. Ja, und jetzt übergebe ich das Wort an Fatih Narizadeh. Muss ich mit Mikrofon? Ja, das ist besser. Nee, also ich kann auch sehr laut reden. Darf ich? Also ich würde gerne stehen und so reden. Ich kann auch alles im Auge schauen. Ja, man hat mich gebeten, über ideologische Hintergründe am Kurztag hier heute Abend reden. Ich rede immer über meine eigene, was ich in Iran erlebt habe und gesehen habe. Ich als Revolution, die Islamische Revolution im Iran losging, war ich 15 Jahre alt, also war ich sehr jung. Ich kann mich sehr gut erinnern, das erste Staatsbesuch im Iran war Yasser Arafat, der Führer der palästinensischen Volk, die alle iranische Revolutionäre vom liberalen Linke bis diese ja, islamischen Partisanen, die Volksmutter sich genannt haben, haben sich verrückt verhalten. Das war ein großer Rausch, also wie sagt man, Rausch, dass er in unser Land gekommen ist, viel größer als je eine westliche Präsident, ne, wurde empfangen und die Mikrofone machen nicht mehr so sehr. Ja, auf jeden Fall wurde er sehr, sehr groß empfangen von Khomeini. Und aber Khomeini hat natürlich mit ihm so geredet, als wäre er ein einfacher Mensch, die bei uns gekommen ist. Das waren die Freunde von iranischen Revolutionären, die jungen Menschen, die sich verrückt gemacht haben. Auf jeden Fall, er kam in Iran und versucht hat oder wollte er Iran als eine gute Karte gegen West anzuwenden. Er hat sehr, sehr etwa in dieser Art und Weise geredet in Iran. Liebe Leute, guck mal, diejenigen, die hier Revolution gemacht haben, eure Mann, also hat er so zu West geredet, eure Mann, Schah von Regime, gestürzt haben, waren eigentlich meine eigenen Kinder, die unter meine Macht ausgebildet wurden. Partisanen, hat er so gemeint, Kommunisten, die Volksmujahedin, die waren, die diese Revolution gesiegt haben. Also ich werde jetzt Iran für mich gewinnen und das ist für palästinensische Sache, als eine gute Karte benutzt gegenüber West. Khomeini, wenn ich auf Iranisch sagen darf, Iraner sagen ein Scharlatan und wenn ich diplomatisch europäisch denke, würde ich sagen eine geniale Kopf. Er meinte, die Sache von Palästina ist das keine politische Sache in der Hand einer Politiker und Arafat ist eine Politiker, obwohl der West im Terrorismus. Aber er wird ihm politische Tisch
verhandelt mit Amerikanern und Israelis, die wir Iraner und ich Khomeini nenne Amerika als große Satan und mit Israel rede ich überhaupt nicht. Ich verhandle nicht mit Israel. Und dieser Tag, der er genannt hat, Al-Quds-Tag, das ist die Befreiung der Al-Quds. Es ging überhaupt nicht um Palästina oder Palästinenser. Es ging hier nicht um palästinensische Stadt. Es ging um Befreiung Jerusalem von jüdischer Stadt. Und jüdische Stadt hat nichts zu sagen in einem muslimischen Boden. Und somit, er hat mit Arafat zu Problemen gekommen, also politische Probleme. Er wollte Iran benutzen und Khomeini hat gesagt, hier, du bist so klein. Hat er Al-Quds-Tag gerufen. Und somit hat er die Sache Al-Quds-Tag, Palästina und Israelis, die als politische Thema waren und immer Politiker darüber geredet haben, somit islamisiert es mal. Und hat er gesagt, das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist ein religiöses Problem. Und die Sache von Palästina ist eine islamische Sache, die vom Hand jeder Muslim in dieser Welt ist ihre Aufgabe, diese Ecke der Erde befreien von, hat er nicht ein Problem mit Juden, sondern jüdischer Staat. Dies muss vernichtet werden. Weg. Und somit hat er die Sache in seine Hand genommen. Und in einmal, Herr Arafat war weg vom Fenster. Ganz einfach. Europäer, nach 20 Jahren später, erstmal haben sie gemerkt, die können nicht. Keine Politiker im West kann jetzt über Palästinenser und, oder die Sachen mit Israel jetzt verhandeln. Es gibt keine Kontrolle mehr. Früher hat man damit gespielt, in Camp David, hier, in Oslo, da. Aber danach konnte man nicht mehr spielen damit. Jeder Politiker, der sich genähert, nahe dieser Problematik, versucht hat, wurde verbrannt. Und deswegen hat man gedacht, was sollen wir machen jetzt? Haben Yasser Arafat, sehr lustigerweise, der Mann, der Terrorist genannt wurde, in einmal Nobelpreis für Frieden gegeben. Damit man ihn salonfähig machen gegen iranische Regime wieder. Ihm salonfähig gemacht. Und nicht einfach im Nobelpreis für Frieden gegeben, sondern neben Rabin und der größte Sozialist dieser Welt, Shimon Peres. Also unglaublich, zwei hervorragende politische Israelis neben einem Terrorist. Zwei gleich eins. Und somit wollte Europa oder West, besser gesagt, ihn wieder salonfähig machen, damit die Sache vom islamischen Hand genommen wird und wieder eine Verhandlung der Politik wird. Jetzt will ich eine ganz andere Geschichte erzählen. Und zwar sehen wir, wie es weitergegangen ist. Die Sache ist nicht besser geworden, sondern schlimmer geworden. 30 Jahre später, nach der Islamischen Republik, kommt ein Mann namens Ahmadinejad. Obwohl Ahmadinejad jeder im iranischen Regime gesagt hat, wir wollen Israel vernichten, aber ich weiß es nicht, vielleicht liegt daran, dass er für uns Iraner sieht er nicht gerade sehr gut aussehend, aber anscheinend für Europäer schon. Oder besser, weil jeder hat versucht, mit ihm interviewen und ihn groß zu machen. Kolumbien-Universitäten haben ihn eingeladen,
Frau Amanpour von CNN, Al Jazeera, dir, da. Und ihr weiß auch, das Buch wurde auch in antirassistische Konferenz auch eingeladen. Interessanterweise habe ich in Tunesien, nach der Revolution in Tunesien, ich habe mit einfachen Menschen auf der Straße, im Taxi, hier und da geredet. Und habe ich gefragt, wie ist das, Leute, mag ihr iranische Regime, ist das ein Vorbild? Sie sagen, nein, Gottes Willen. Höchstens, wir wollen gerne so wie Türkei werden, wie Erdogan. Aber weißt du was, wir finden alle Ahmadinejad toll. Alles, was er sagt, ist gut. Man hat diesen Mann so groß gemacht, dass in eines, das war mir klar, dass für einen Tuneser oder einen aus Marokko und so weiter, die wollen nicht so wie eine schiitische Stadt, islamische Stadt werden, und die wollen nicht, das ist nicht attraktiv. Aber für mich war interessant, dass Ahmadinejad so groß geworden in diesen Ländern. Natürlich für religiöse Führer in diesen Ländern war die Sache heiß. Weil Khomeini 1979 die Sache islamisiert hat. Okay? Jetzt diese ISIS, diese sogenannte islamische Staat, für mich ist eine Reaktion auf Ahmadinejad. Aus Angst, dass nicht dass eine schiitische Religionsrichtung jemals diesen Anspruch hat, allein Jerusalem zu befreien. Es muss von sunnitischer Glaubensrichtung auch eine gewalttätige Sekte, Gruppe geben, die diesen Anspruch für sich zu gewinnen. Heute im Nahen Osten haben wir entweder Sunniten oder Schiiten, alle beide Richtungen brutal, und alle Wünsche ist das, Jerusalem zu befreien von Juden. Für uns Iraner, oder besser gesagt, im Nahen Osten ist die Front und Linie ganz klar. Wir wissen genau, wo wir stehen. Wir sind, entweder wir haben entweder Islamisten momentan oder Säkular. Das ist so klar. Entweder bist du an der Seite der Islamisten oder bist du dagegen. Dazwischen gibt es nicht. Hier in Europa, die Sache ist ein bisschen anders. Mal Kulturrelativisten, mal Pisa und so weiter. Man weiß es nicht. Man ist jetzt so in diese Richtung, möchte gerne ja, zwei Kriege im Nahen Osten, Afghanistan, Irak, und hat man Angst vor noch einem anderen Krieg. Und möchte gerne die Sache ganz harmlos mit iranischem Regime jetzt verhandeln, Deal machen und so weiter. Aber ich würde sagen, sowas kann nicht passieren. Das ist die Verharmlosung, die ganze Sache. Und ich bin der Meinung, der einzige Weg ist das, dieses Regime, also iranische Regime, muss gestürzt werden. Sonst kann diese Sache weiter komplizierter werden und gefährlicher werden. Und das wird es nicht nur für Nahe Ost gefährlicher werden, sondern auch hier in Europa, dass wir spüren, wir haben schon bis jetzt sehr viel gespürt, aber werden wir deutlicher spüren. Und diese Sache. Und ich hoffe, dass am Samstag wir alle zusammen gegen Al-Quds-Tag miteinander demonstrieren. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung.
Ich sehe gerade hinter mir die zwei Parolen Stop the Bomb und Free Iran Now und wollte mit einer kleinen selbstkritischen Reflexion anfangen, dass die sich leider Gottes inzwischen ein bisschen widersprechen. Ich bin ganz stolz auf Free Iran Now. Stop the Bomb, also die Verhinderung einer iranischen Atombombe, wurde unter der Obama-Administration zum absoluten Fetisch im Verhältnis zum Iran, die ja jetzt zu diesen Nuklearverhandlungen geführt haben, die zu verfolgen einen ein bisschen an schlechte Monty Python-Filme erinnert. Und in den letzten Jahren war die Engführung des Verhältnisses zum Iran völlig reduziert auf das iranische Nuklearprogramm und alle anderen sozusagen Elemente wurden sukzessive ausgeblendet. Also die Situation von Menschen- und Minderheitenrechten, von Frauen, von Oppositionellen im Iran selbst. Ebenso wie die hochaggressive regionale Politik, die der Iran schon immer geführt hat, über Satelliten, wie etwa die Hezbollah im Libanon, über Akteure im Irak, im Jemen, die Hamas in den palästinensischen Gebieten. Und all diese Themen wurden immer mehr ausgeklammert, nur um irgendwie einen Nukleardeal mit dem Iran zu erreichen, der natürlich voraussetzt, dass man den Iran als verantwortungsvollen staatlichen Akteur behandelt. Denn ein Vertrag, der so ein wichtiges Thema beinhaltet, kann man nur abschließen mit jemandem, den man für vertragsfähig hält. Das ist dasselbe Problem wie mit dem Assad-Regime nach den Giftgasangriffen. Assad ist hochgeadelt worden zu einem diplomatischen Partner, nachdem und weil er Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat und man dann ein Abkommen mit ihm abgeschlossen hat, von dem jeder wusste, Assad wird sich nicht daran halten. Inzwischen ist. Und wenn ich über Assad spreche heute Abend, spreche ich de facto über eine iranische Kolonie inzwischen. Also das Assad-Regime ist nur noch denkbar, weil es vom Iran militärisch, finanziell und logistisch über Wasser gehalten wird. Ohne iranische Unterstützung gäbe es dieses Regime seit mindestens 2 Jahren nicht mehr. Wenn man also über den Iran redet, redet man über einen regionalen Akteur, der selber erklärt, dass er inzwischen eine imperiale Macht ist, die die Kontrolle über 4 arabische Hauptstädte ausübt. Bagdad, Damaskus, Beirut und Sana'a in Jemen. Also nehmen wir das ernst und wenn ich jetzt von dem Iran spreche, spreche ich von der Islamischen Republik, also von diesem imperialen Gebilde und nicht von dem persischen Nationalstaat oder iranischen Nationalstaat. Man hat den Iran, nachdem man weiß, dass er, und das können Sie auf den Seiten des State Departments nachlesen, während der US-Außenminister sich den Hintern in Wien platt sitzt, den größten Unterstützer des internationalen Terrorismus weltweit, und zwar sowohl schiitischer wie auch sunnitischer Provenienz, so groß ist der Unterschied dann gar nicht, wenn es darauf ankommt, mit dem größten Unterstützer des Terrorismus weltweit sitzt man also und verhandelt auf zwischenstaatlicher Ebene, adelt also den Iran zu einem Vertragspartner hoch, der, wenn er ein Stück Papier unterschreibt, sich auch daran hält, wobei man selbstredend weiß, dass sich der Iran nicht daran hält, ebenso wenig wie das Assad-Regime oder Saddam Hussein sich vorher je an irgendeinen Vertrag gehalten haben. Darüber ging verloren oder wird kaum noch geredet über die Situation im Iran selbst und darüber, dass 2009 die Iraner sehr deutlich gemacht haben, was sie zumindest von jedem Ahmadinejad halten, der eben erwähnt wurde. Sie sind nämlich gegen ihn zu 100.000 auf die Straße gegangen und haben so wenig Unterstützung damals erfahren, wie heute die Syrer, die gegen Assad demonstrieren, Unterstützung erfahren. Der Westen hat sie im Stich gelassen und hat es bevorzugt, sich mit den Vertretern des Regimes an einen Tisch zu setzen, um vermeintlich einen Nukleardeal abzuhalten. Mit einem Regime, das gestürzt gehört, mache ich keine Verträge. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich beginne, ernsthaft mit einem Regime über Einzelheiten eines Atomdeals zu verhandeln, gehe ich davon aus, dass dieses Regime an der Macht bleibt. Sonst hat es wenig Sinn, solche Verträge auszuhandeln, denn das Nachfolgeregime, wenn diese
dieses in Iran eines Tages hoffentlich gestürzt wird, braucht sich an solche Verträge nicht verpflichtet zu fühlen, die es vorher abgeschlossen hat. Also ist die Free Iran Now Forderung zurückgetreten über der völligen Konzentration auf das iranische Atomprogramm, ganz so, als könne man beides voneinander trennen. Betrachtet man das aus iranischer Sicht, hat der Iran über die Atomverhandlungen eigentlich jetzt schon alles erreicht, was er erreichen wollte. Er ist international anerkannt. Niemand stellt sich ihm in seiner Expansion in den Weg. Im Gegenteil, de facto ist der Iran heute Partner. Partner im War on Terror gegen den Islamischen Staat. Und der Islamische Staat unterscheidet sich von der Islamischen Republik nur dadurch, dass die Islamische Republik ihre Untaten nicht auf YouTube veröffentlicht. Aber ansonsten ist der Unterschied sehr... Bleiben wir bei Free Iran. Wenn in iranischen Gefängnissen Mädchen oder Frauen einsitzen, die zum Tode verurteilt sind, sie in der Nacht, bevor sie hingerichtet werden, sollten sie noch Jungfrauen sein, vergewaltigt werden, damit sie nicht als Jungfrauen sterben, denn als Jungfrauen würden sie ins Paradies kommen. Auf die Idee ist der Islamische Staat nicht gekommen, aber würde der Islamische Staat auf die Idee kommen, am nächsten Tag hätten wir das als YouTube-Video, in dem er sich selber zelebriert. Das ist der große Unterschied zwischen den Untaten des Islamischen Staates und denen anderer Akteure im Nahen Osten, wie früher dem Saddam-Regime oder heute dem Assad-Regime oder auch dem iranischen Regime, dass diese Brutalitäten hinter geschlossenen Türen bzw. Gefängnismauern stattfinden und man sie deshalb als die weniger schlimmen im Nahen Osten wahrnimmt, als diejenigen, die Stabilität versprechen, als diejenigen, mit denen man Verträge abschließt, als diejenigen, die man als Partner behandelt. Und genau das ist mit dem Iran geschehen. Genau das ist mit dem Iran geschehen. Und heute befinden wir uns in einer Situation, dass im Irak Qasem Soleimani herumspringt. Ich hatte das vor einem Dreivierteljahr genau an dieser selben Stelle schon mal gesagt. Und Qasem Soleimani hat eine Akte als oberster General der Revolutionsbrigadisten, der iranischen Revolutionsbrigaden, hat eine Akte über Terroraktivitäten, die er in seinem Leben angeleitet hat, gegen die Osama bin Laden, wie ein Milchbuben aussieht. Qasem Soleimani leitet im Irak, in Syrien und im Jemen die iranischen Kriegsanstrengungen. Und im Irak ist er sozusagen der Chef der Bodentruppen, während über ihm die amerikanische Luftwaffe für die schiitischen Milizen bombardiert, die nicht etwa der irakischen Regierung mehr unterstehen, sondern die direkt Khamenei's Büro oder unterschiedlichen Akteuren im Iran unterstehen. Das ist ein Geschenk an den Iran. Vor 3-4 Jahren hätte der Iran sich niemals träumen lassen, dass er so weit hätte kommen können mit Unterstützung und nicht Opposition des Westens. Bevor überhaupt eine Unterschrift unter ein irgendwie geartetes, mieses Abkommen, Atomabkommen gesetzt worden ist, das wie jede Art westlicher Nahostpolitik die Menschen vor Ort schlicht und ergreifend verrät. Egal, was da morgen entschieden wird oder nicht entschieden wird, es war zumindest ein ganz großer Verrat an der Forderung Free Iran Now. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man mit der Stop the Bomb-Forderung alleine sozusagen pausieren geht. Das ist mir nur ein wichtiges Anliegen angesichts der Tatsache, dass wir heute hier von diesen beiden Organisationen eingeladen sind. Und natürlich dieser Al-Quds-Tag, der übermorgen stattfindet, vielleicht nicht mehr ganz die Bedeutung hat, die er noch vor 10 Jahren hatte, als man die ersten Einladungen gegen ihn geschrieben hat, der aber im absoluten Zentrum, da kann ich Fatih nur zustimmen, im absoluten Zentrum iranischer außenpolitischer Ideologie steht. Und die ganzen Verhandlungen, das Ernstnehmen des Iran als nationalstaatlichen Akteur scheitert genau an der Vorstellung, dass es die Aufgabe des Iran ist, Israel zu zerstören. Wo vorgestern ein iranischer Professor in Teheran zu Recht und sehr mutig gefragt hat, wer hat uns eigentlich je gebeten, das zu tun?
das iranische Parlament, die UN. Warum empfinden, ist das Hauptziel des Iran, Israel zu zerstören, wenn nie irgendjemand uns sozusagen dieses Mandat gegeben hat? Es ist das Hauptziel. Und nicht nur die Suche und die Arbeit an der Atombombe als nuklearen Holocaust steht im Zentrum dieser iranischen Außenpolitik, sondern auch die hochaggressive Expansionspolitik im Nahen Osten ist nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. Im Augenblick fragt sich niemand, was hat der Iran eigentlich im Südlibanon verloren? Warum unterstützt der Iran die Irre dieses abgehalfterte Assad-Regime? Was hat der Iran im Jemen verloren? Warum gibt es iranische Versuche von Terrorattacken in Jordanien? Warum? Der Iran ist keine östliche Macht traditionell. Der Iran sitzt völlig woanders. Was hat der Iran in all diesen Ländern verloren? Warum investiert der Iran Milliarden von Dollar in diese Politik? Und das tut er lange. Und warum sterben iranische Revolutionsgardisten, Milizionäre täglich in diesen unterschiedlichen Kriegsschauplätzen im Nahen Osten? Aus dem einzigen Grund, weil der Iran davon träumt, ein islamisches Imperium zu errichten an den Grenzen von Israel, um Israel zu vernichten. Das ist die sozusagen maßgebliche Movens iranischer Außenpolitik, die ein ideologischer unverhandelbarer ist. Und wie unverhandelbar dieses Ziel ist, dass das Ziel und das sozusagen des Al-Quds-Tages ist, zeigt sich in diesen Tagen wieder ganz deutlich während der Atomverhandlungen. Wenn ein Rafsanjani, der uns hier als der oberste moderate Mann im Iran verkauft wird, der angeblich via die Nuklearverhandlung noch gestärkt wird, denn das ist ja die Logik dieser Verhandlung, wir heben die Sanktionen auf und die Moderaten im Iran werden gestärkt. Und moderat meint man natürlich dann Leute wie Rafsanjani und nicht Leute, die eine völlig andere iranische Gesellschaft haben wollen, der sich vorgestern hinstellt und sagt, Israel wird und muss vernichtet werden. Punkt, Ende. Während in Wien weiter verhandelt wird. Im Gegenteil, die Hoffnung, dass so ein Vertrag auch erreicht wird, bei dem die Sanktionen aufgehoben werden, motiviert diese vermeintlich Moderaten, ganz andere Töne anzuschlagen. Nichts deutet darauf hin, dass eine Einigung mit dem Iran den Iran von seinen ursprünglichen Zielen abbringt, sondern im Gegenteil wird man viel mehr Geld zur Verfügung haben, um seine regionalen Krieger und seine regionalen Alliierten unterstützen zu können und weiterhin Terror zu exportieren. Das ist eine direkte Folge dieser Nuklearverhandlungen, die für 10, vielleicht 100.000 von Menschen ganz, ganz, ganz fatale Auswirkungen haben, die bis jetzt noch nicht Flüchtlinge sind oder umgebracht worden sind, etwa in Syrien oder im Iran. In diesen Verhandlungen wird der Iran ja nun als vermeintlicher Stabilitätsfaktor sozusagen behandelt. Als derjenige, mit dem man die bösen Buben vom Islamischen Staat bekämpfen kann, der die Bodentruppen stellt und deshalb so unterstützt werden sollte, wie man früher die Mubaraks, Ben Alis oder Saddam Husseins als Stabilitätsfaktor im Nahen Osten unterstützt hat. Obwohl diese Stabilität natürlich immer eine völlig verlogene und kaputte Stabilität war und in Wirklichkeit nur dazu beigetragen hat, dass diese ganzen Regimesgesellschaften von ihnen so kaputt gemacht wurden, ausgehöhlt worden sind, dass sie irgendwann eben um das Jahr 2011 herum im wahrsten Sinne des Wortes entweder kollabiert sind, weil sie de facto Failed States waren, oder sich in Bürgerkriegsgebiete verwandelt haben, wie heute Syrien oder der Jemen. Das hält nun weder die USA noch etwa auch die Bundesregierung davon ab, im Iran den neuen Partner im War on Terror zu suchen. Im Iran den Partner im War on Terror zu suchen, ist nicht nur aus dem Brandstifter den Feuerwehrmann zu machen, nein, es ist aus dem Brandstifter 100 Liter Benzin und die ganze Feuerwache zur Verfügung zu stellen, damit er bitte mit diesem Benzin den nächsten Brand bekämpft. Die Vorstellung, dass der Iran ein Interesse an Stabilität hat, ist irre, denn die letzten 30 Jahre haben bewiesen, dass es dem Iran außenpolitisch um Destabilisierung geht. In einer ganz
wenn ich das ganz konservativ sogar betrachte, und Destabilisierung der Region. Je instabiler diese Region ist, je mehr profitiert der Iran davon. Und da ist der Iran das Spiegelbild von Al-Qaida und dem Islamischen Staat, die genauso Failed States und instabile Regionen brauchen, in denen sie ihre schariatische Terrorherrschaft errichten. Und wir müssen uns den Islamischen Staat und die Islamische Republik als zwei Seiten einer Medaille denken. Und das tut im Moment weder die US-Außenpolitik noch Europa. Sondern Europa glauben, dass der Iran, oder sie reden es sich ein, weil es letztlich Realitätsverleugnung, dass der Iran ein Stabilitätsfaktor ist, der nicht ist. Weder sind diese schiitischen Milizen, die der Iran überall aufbaut, effektiv. Sie kämpfen on the ground nicht etwa gegen den Islamischen Staat vornehmlich, sondern sie helfen, gerade im Augenblick im Irak, den Irak in einen kleinen Satelliten des Iran zu verwandeln, parastaatliche Strukturen aufzubauen und jede interne Opposition auszuschalten. Denn auch gegen wen es geht, ähneln sich Islamischer Staat und Islamische Republik mehr, als sie trennen. Sie haben dieselben Feinde. Demokraten, Frauenrechtler, Schwule, Leute, Minderheiten, die alle, die etwas anderes im Nahen Osten wollen, als unter hochideologisierten Scharia- oder panarabischen Diktaturen zu leben. Darin sind sie sich einig. Und sowohl das vom Iran unterstützte Assad-Regime wie der Islamische Staat bekämpfen in Syrien genau diese Art von Opposition. Kerkern sie ein, schneiden ihnen die Hälse ab, treiben sie ins Ausland. Diese Opposition, die von niemandem unterstützt wird. Von niemandem. Nicht aus Europa, nicht aus den USA, die so hängen gelassen wird, wie 2009 die demonstrierenden Iraner in Teheran hängen gelassen werden. Es wird also auch auf einer praktischen Ebene nichts bringen, den Iran als Stabilitätsfaktor im Nahen Osten zu unterstützen, denn der Iran wird weiter destabilisieren. Und er hat gar kein Interesse, wirklich den Islamischen Staat zu bekämpfen. Der Islamische Staat ist ein Geschenk an den Iran. Ein Geschenk, denn erst mit Auftauchen des Islamischen Staates erscheint plötzlich der Iran als das kleinere Übel. Und die Logik des kleineren Übels und die Logik der Stabilisierung sind die zwei Paradigmen westlicher Nahostpolitik, die maßgeblich mitgeholfen haben, den Nahen Osten in diese Depressionslandschaft zu verwandeln, die er heute ist. Und ich denke, oberste Priorität für den Iran, für dieses Regime im Iran, sind drei Dinge, um zum Schluss zu kommen. Natürlich der eigene Machterhalt, so fest sitzen diese Jungs da alle auch mit dem Sattel. Zweitens, ihr ideologisches Ziel der Vernichtung Israels, und da steht ihnen der Islamische Staat ganz sicher nicht im Weg. Das heißt, iranische Truppen auf dem Golan sind ihnen viel, viel wichtiger als die Wiedereroberung irgendwelcher sunnitischer Städte im Irak. Und drittens, die Zerstörung jedweder Alternative im Nahen Osten. Die Zerstörung jedweder Alternative, nennen wir sie demokratisch, nennen wir sie normal, nennen wir sie parlamentarisch, es ist mir völlig egal, welche Begriffe man dafür benutzt. Und langfristig kann ich mir eine Koexistenz von Islamischem Staat und Islamischer Republik viel, viel besser vorstellen, als eine Koexistenz von Islamischer Republik und Islamischem Staat mit irgendeiner Alternative. Und was ist denn so undenkbar eines Tages an der Euphratbrücke, die sozusagen das Herrschaftsgebiet des Islamischen Staates vom Herrschaftsgebiet der Islamischen Republik so trennt, wie zwischen 1939 und 1941 die Weichselbrücke, die Sowjetunion von den Nationalsozialisten getrennt hat, und man über diese Brücke hinaus einen sehr, sehr guten Kontakt gepflegt hat, jenseits aller vermeintlichen ideologischen Differenzen. Wer also glaubt, mit der Islamischen Republik Iran ließe sich im Nahen Osten irgendetwas zum Besseren und nicht zum Schlechteren machen, irrt sich ganz gewaltig. Und die Folgen dieses Abkommens und dieser Politik, der de facto aus dem Iran einen Partner macht, werden so katastrophale Folgen haben, das kann man jetzt schon voraussagen, dass man auf das Jahr 2014, als Mosul an den Islamischen Staat gefallen ist, zurückblicken wird und sagen,
es war alles nicht so schön. So wie man heute auf Al-Qaida zurückblickt und sagt, die alte Al-Qaida, das waren ja eigentlich fast Moderate. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist natürlich etwas undankbar, nach Fatih und Thomas zu reden, weil im Prinzip ja schon alles gesagt ist. Es bleibt mir, den einen oder anderen Punkt nochmal aufzugreifen und vielleicht mit weiteren Beispielen zu bebildern und dann doch nochmal etwas ausführlicher vielleicht zu den ganz aktuellen Verhandlungen, die im Augenblick in Wien, übrigens am Theodor-Herzl-Platz in Wien, stattfinden. Zu denen noch mal etwas zu sagen und den möglichen Ergebnissen davon. Ich danke Thomas auch ganz besonders eigentlich dafür, dass er das Programm von Stop the Bomb der letzten Jahre noch mal sehr schön zusammengefasst hat. Denn es war ja von Beginn an ein entscheidender Punkt bei dem Bündnis Stop the Bomb, dass wir genau das versucht haben, immer zu betonen, dass man das Atomprogramm nicht isoliert betrachten kann, sondern dass das nur überhaupt zu begreifen ist, auch die Bereitschaft des iranischen Regimes, sehr massive Sanktionen zum Beispiel erstmal in Kauf zu nehmen, wenn man dieses Atomprogramm im Zusammenhang mit der gesamten Ideologie des iranischen Regimes begreift. Und das heißt auch im Zusammenhang mit dem Terror nach innen. Insofern sollte man es vielleicht auch wieder gerade hinhängen und das weiterhin gemeinsam postulieren, das Free Iran Now und Stop the Bomb. Zwei entscheidende Punkte, zwei grundsätzliche Probleme mit den Verhandlungen mit dem iranischen Regime sind jetzt schon sehr deutlich angeklungen, nämlich, dass das Regime zum einen jene Legitimität zurückerhalten hat, die Thomas hatte schon sehr deutlich formuliert, die spätestens 2009 diesem Regime durch große Teile der iranischen Bevölkerung ja schlicht und einfach abgesprochen wurde. Der zweite Punkt wäre die Immunität gegenüber Kritik. Die Voraussetzung für diese Verhandlungen, denke ich, war die Verharmlosung des aktuellen Erscheinungsbildes des iranischen Regimes. Um also zu dem Punkt zu kommen, den Thomas ja ganz deutlich beschrieben hat, dass man dieses Regime halt als legitimen Verhandlungspartner betrachtet, war eine Art Umorientierung notwendig. Und insofern war es für den Westen offensichtlich sehr willkommen, dass Ahmadinejad verschwunden ist, der am Anfang so eine gewisse Faszination ja fast ausgestrahlt hat, wie Fatih es auch beschrieben hat, alle wollten plötzlich Interviews mit ihm machen, weil er halt diese fast angenehm bösartige Rhetorik hatte, das macht sich irgendwie gut. Und der wurde ja bekanntlich ersetzt 2013 durch jemanden, der nicht diese aggressive Rhetorik gegenüber dem Westen, zumindest in westlichen Interviews, vertreten hat, sondern ganz im Gegenteil durch den dauerlächelnden Präsidenten Hassan Rouhani, über den man vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren muss. Rouhani ist schon im Wahlkampf, zu diesen Pseudowahlen im Iran, also Präsidentschaftswahlen im Westen, verharmlost worden, aber vor allem, nachdem er dann wirklich Präsident des iranischen Regimes geworden ist, konnte man gerade in deutschsprachigen Zeitungen wieder und wieder lesen, dass das ein liberaler Reformer sei, ein Hoffnungsträger, ein Moderator. Das komplette Programm, wer schon mal einen Vortrag von mir zu dem Thema gehört hat, weiß, kennt mein Lieblingszitat in diesem Zusammenhang, das stammt aus der Taz. Dort konnte man lesen, Hassan Rouhani sei ein bärtiger Hoffnungsträger mit Herz. Ich denke, man muss genau dagegen sich immer wieder in Erinnerung rufen, inwiefern er schlicht und einfach das freundliche Gesicht des Terrors ist. Es hat sich substanziell nichts Grundlegendes am iranischen Regime geändert, dadurch, dass es nun durch diesen dauerlächelnden Hassan Rouhani nach außen vertreten wird. Das könnte man an den diversen Punkten jetzt durchgehen. Wir haben gerade eben schon gehört, Rafsanjani, der ein ganz wichtiger Förderer und Verbündeter immer von Rouhani gewesen ist, dass der sich jetzt aktuell ganz deutlich hingestellt hat und sich einfach die Vernichtung Israels angekündigt und auch gefordert hat. Es verhält sich mit Hassan Rouhani nicht anders. Und das zeigt uns den grundsätzlichen Punkt, dass die Vernichtungsdrohung gegenüber Israel eben keine Erfindung von Ahmadinejad oder von irgendwelchen halbwegs marginalisierten, womöglich Spinnern im Iran gewesen sind, sondern das ist seit 1979 das offizielle Programm des iranischen Regimes. Alle natürlich existierenden, miteinander konkurrierenden Fraktionen im Iran teilen dieses Programm. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Rafsanjani und Ahmadinejad, zwischen Khamenei und den Vorgängern wie Mohammed Khatami.
die sind sich alle darin einig, dass das genau zu passieren hat. Und das zeigt sich unter anderem darin, dass Hassan Rouhani, nachdem er Präsident wurde, selbstverständlich im Iran an den Al-Quds-Märschen teilgenommen hat und letztes Jahr sich dorthin gestellt hat und erklärt hat, Israel sei eine eiternde Wunde, ein eiternder Tumor, eine Wunde im Körper des Islams. Ja, also das unterscheidet sich auch rhetorisch nicht großartig von seinem Vorgänger. In Bezug auf die Holocaust-Leugnung gibt es ebenfalls keinen substanziellen Wandel im Iran. Auch das war keine Erfindung von Ahmadinejad. Auch das finden Sie schon bei den Vorgängern. Rafsanjani beispielsweise hat dem iranischen Radio einmal erklärt, dass er ja seine eigenen Forschungen über den Holocaust vorgenommen hat. Er würde nicht sagen, dass der gar nicht stattgefunden hat, aber seine eigenen Forschungen haben ergeben, dass im Holocaust nur 20.000 Juden ermordet wurden. Die moderaten Kräfte des iranischen Regimes. Mohammed Khatami, der in noch stärkerem Ausmaß als Rouhani heute und später auch Rafsanjani im Westen als Moderator, sogar als liberaler Reformer bepriesen wurde, übrigens jemand, der die Todesstrafe für Homosexuelle ganz explizit verteidigt, so schauen halt die liberalen Kräfte daraus. Auch der ist jemand, der in Bezug auf Holocaust-Leugnung sich nicht wirklich unterscheidet von Ahmadinejad. Es war Mohammed Khatami, der Roger Garaudy in den Iran eingeladen hat, dem wichtigsten französischen Holocaust-Leugner, der in Frankreich mehrfach verurteilt wurde. Er hat ihn in den Iran eingeladen und er hat ihm eine Audienz beim obersten geistlichen Führer verschafft, bei Ali Khamenei. Dass er diese Audienz bekommen hat, muss einen wirklich nicht wundern, denn Ali Khamenei, der bekanntlich der wichtige, der entscheidende Mann ist, der die wirklichen politischen Entscheidungen trifft und der jetzt auch derjenige sein wird, darüber entscheidet, ob man sich nun noch irgend so viel einlässt oder doch nochmal versucht, irgendwie noch bessere Konditionen zu haben oder was auch immer. Auf der Website von Ali Khamenei können Sie bis zum heutigen Tag nachlesen, auf Englisch, ne? Also der hat ja eine eigene leader.ir, ne? Die Website des Führers. Dort steht auf Englisch bis zum heutigen Tag, seit mehreren Jahren, dass der Holocaust ein Mythos sei. 2014, während die Verhandlungen mit dem iranischen Regime bereits liefen, hat Ali Khamenei sich öffentlich hingestellt und hat gesagt, man wisse einfach nicht, ob der Holocaust stattgefunden hat oder nicht. Und wenn ja, wisse man nicht, was dort eigentlich passiert sei. Und das meine ich mit Immunität gegenüber Kritik. Es gab kein Sterbenswörtchen von den entscheidenden westlichen politischen Kräften, von jenen Regierungen, die im Augenblick in Wien, vorher in Genf, in Lausanne, dem iranischen Regime gegenübersetzen, zu diesen sehr eindeutigen Positionierungen und Äußerungen. Man will sich das angeblich auch so gute Klima bei den Verhandlungen mit dem iranischen Regime nicht kaputt machen lassen. In anderen Punkten, weil vollkommen zu Recht auf die innenpolitische Lage im Iran auch immer wieder verwiesen wurde, es gibt nicht nur keinen substanziellen Wandel, seit Hassan Rouhani Präsident ist, sondern in diesen Bereichen ist die Situation deutlich schlimmer als unter Mahmoud Ahmadinejad. Es werden unter dem freundlichen, unter dem moderaten Hoffnungsträger, unter dem bärtigen Hoffnungsträger mit Herz, also Hassan Rouhani, werden deutlich mehr Menschen im Iran hingerichtet, ermordet und zu Tode gefoltert, als unter seinem Vorgänger Mahmoud Ahmadinejad. Ja, können Sie in den Menschenrechtsberichten von Human Rights Watch, von Amnesty International und der Vereinten Nationen nachlesen. Das ist also keine Erfindung von irgendwelchen fiesen Ideologiekritikern, ne, sondern Ban Ki-moon sah sich genötigt, in einer öffentlichen Ansprache vor einem dramatischen Anstieg der Hinrichtungen unter Hassan Rouhani zu warnen. Aber es wird nicht mehr thematisiert, weil, wie gesagt, unter anderem durch diese Verhandlungen das Regime nicht nur Legitimität, sondern auch Immunität erhalten hat. Vor diesem Hintergrund gibt es also diese Verhandlungen. Ich denke, der ganz einschneidende Punkt war eigentlich bereits das Übergangsabkommen von Genf Ende 2013. Das war zum ersten Mal, dass die Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und Deutschland ihre eigenen Beschlüsse über Bord geworfen haben. Seit 2006 gibt es in Bezug auf das iranische Atomprogramm ganz eindeutige, bis zum heutigen Tag gültige Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Und da steht nicht drin, dass der Iran ein paar Einschränkungen machen muss und nicht mehr Uran nicht mehr so hoch anreichern darf, sondern ein bisschen weniger anreichern soll und sein Schwerwasserreaktor in Arak zur Plutoniumproduktion, das ist der zweite Weg zur Bombe, irgendwie ein bisschen modifizieren soll, sondern diese bis heute gültigen UN-Sicherheitsratsbeschlüsse sagen, der Iran muss seine komplette Urananreicherung einstellen. Und sie verbieten ihm, einen Schwerwasserreaktor in Arak zur Plutoniumproduktion zu bauen. Und dritter Punkt, es gibt extra noch UN-Resolutionen, die sich völlig zu Recht gegen das ballistische Raketenprogramm des iranischen Regimes richten. Ein Raketenprogramm, das zwingend notwendig ist, um so ein Atomwaffenprogramm, um das es dann natürlich geht, auch sinnvoll einsetzen zu können.
In dem Genfer Übergangsabkommen haben die UN-Sicherheitsratsmächte selber diese Beschlüsse über Bord geworfen. Es wurde erstmals akzeptiert, dass der Iran Urananreicherung betreiben kann, von einer vollkommenen Dismantling von Arak war überhaupt keine Rede mehr. Und in Bezug auf das Raketenprogramm hat sich das iranische Regime bis zum heutigen Tag mit seiner Forderung durchgesetzt, dass darüber gar nicht verhandelt wird, weil das ja gar nicht Bestandteil des Atomprogramms war. Auf dieser Grundlage gibt es dann dieses Lausanner-Vereinbarung von April diesen Jahres, wo Obama, unbescheiden wie er ist, sich dann hingestellt hat und gesagt, das ist ein historischer Deal. Ja. Das war weder ein gutes Abkommen, es war eigentlich überhaupt kein Abkommen, es ist eine Absichtserklärung gewesen, die niemand zu irgendwas verpflichtet hat. Aber auf diesen Grundlagen wird jetzt verhandelt. Und was man heute schon sagen kann, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass nun ausgerechnet zum Al-Quds-Tag, also zum anti-israelischen Kampftag, dieses Regime auch noch ein Abkommen geschenkt bekommt, was letzten Endes eben das iranische Atomprogramm schlicht einfach legitimieren wird, anstatt es wirklich abzuschaffen, dann ist das ein desaströses Ergebnis. Ich versuche nur ein paar wenige Punkte da in Erinnerung zu rufen. Man müsste da viel über technische Details reden, Anreicherungsgrade, was Plutoniumproduktion eigentlich bedeutet, wie so ein Schwerwasserreaktor funktioniert, das lassen wir mal beiseite. Im Ergebnis läuft es darauf hinaus, dass die westlichen Staaten und namentlich Barack Obama und seine Administration zentrale eigene Forderungen, die sie noch vor 2 Jahren formuliert haben, schlicht und einfach über Bord geworfen haben. Ein Beispiel nur, 2013 hat sich Obama hingestellt und hat vollkommen zu Recht gesagt, wer ein ziviles Atomprogramm betreibt, der braucht keine Atomanlagen, die tief in Berge eingegraben sind. Damit meinte er selbstverständlich die Atomanlage, die Nuklearanlage in Fordo, die genauso eine Anlage ist. Spätestens seit Lausanne ist überhaupt keine Rede mehr davon, dass Fordo geschlossen wird. Es ist bereits akzeptiert, dass selbst diese Anlage in so einem Abkommen aufrecht bleibt. Man redet nur noch darüber, wie viele Zentrifugen da jetzt stehen, was diese Zentrifugen dann machen dürfen und so weiter und so fort. Und das könnte man an einer ganzen Reihe von Beispielen durchexerzieren, eine Art Selbstaufgabe der westlichen Verhandlungsposition. Im Ergebnis wird das dazu führen, dass die Gefahren, die von diesem iranischen Atomprogramm ausgehen und seinem Raketenprogramm nicht abgeschafft werden, sondern institutionalisiert werden und in Zukunft quasi mit Zustimmung der internationalen Staatengemeinschaft und nicht wie jetzt in tagtäglicher Verletzung von UN-Sicherheitsratsbeschlüssen weiter existieren kann. Der entscheidende Punkt ist, die Infrastruktur dieses Atomprogramms wird nicht wirklich angetastet, die bleibt bestehen. Das wäre ungefähr so, wie man Assad sagen würde, ich glaube, du hast das Beispiel auch mal gebracht, du darfst kein Giftgas mehr dran, wir nehmen jetzt dein Giftgas weg, aber du behältst die Anlagen, um Giftgas zu produzieren. Ja? Und da sagt jeder, nee, das ist ja Quatsch, dann macht der gleich wieder Giftgas. Das ist aber genau das Prinzip, was jetzt gegenüber dem Iran angewendet wird. Man glaubt, man könnte ihm da irgendwelche Beschränkungen auferlegen, die der Iran dann jederzeit auch von sich aus gleich wieder aufgeben kann und sagen kann, jetzt hat der Westen sich nicht an das Abkommen gehalten, jetzt machen wir es auch nicht mehr. Innerhalb kürzester Zeit können sie genau auf diese Infrastruktur des Atomprogramms wieder zurückgreifen. Deswegen ist das so brandgefährlich. Wir haben leider ein historisches Exempel bereits, worauf sowas hinauslaufen kann. Als ich die Rede gesehen habe von Obama nach dieser Lausanner-Vereinbarung, wie er so unbescheiden vor die Weltklasse getreten ist und sich selber für ein historisches Abkommen gelobt hat, musste ich mich erinnern an 1994, für die Jüngeren im Saal, da war Bill Clinton gerade US-Präsident und ist auch vor die Weltklasse getreten und hat auch ein historisches Abkommen verkündet, auch hinsichtlich eines Atomprogramms, und zwar jenes von Nordkorea. Damals ist die ganze Weltpresse, ich habe das im Einzelnen angeschaut, ja, Spiegel, New York Times, El Pais, das war alles Mögliche, eingestimmt in diesem Jubel. Man hat gesagt, ja, da sieht man es mal, selbst mit so einem Regime wie in Pyongyang, wenn man nur hartnäckig verhandelt, da kann man die sogar vielleicht in die Völkergemeinschaft zurückholen und man kann die Gefahren dieses Atomprogramms eindämmen, man kann sie beseitigen. Sie alle kennen das Ergebnis. Knapp 10 Jahre später hat Nordkorea seinen ersten erfolgreichen Atombombentest durchgeführt. 2013 hat sich Nordkorea ganz offiziell zum Atomwaffenstaat erklärt. Warum ging das? Weil dieses Abkommen von 1994 die Infrastruktur des nordkoreanischen Atomprogramms intakt gelassen hat und lediglich versucht hat, mit gewissen Einschränkungen da so ein paar kosmetische Änderungen herbeizuführen. Wenn man sich jetzt noch anschaut, wer das damals ausverhandelt hat, dieses Abkommen, dann kann man vielleicht verstehen, warum es nicht nur aus Israel, sondern aus Israel und einer Reihe von arabischen Ländern so entschieden mit Kritik an diesem Abkommen und diesen Verhandlungen gibt. Das ist die Chefverhandlerin von Bill Clinton, war damals Wendy Sherman, eine ehemalige Sozialarbeiterin.
Und sie ist heute die Chefverhandlerin von Barack Obama für die Verhandlungen mit dem iranischen Regime über das Atomprogramm. Wie schön. Und das ist zwar nur ein Detail, aber es wirft ein gewisses Licht darauf, in welcher Art und Weise dort versucht wird, internationale Politik zu machen und warum, wie gesagt, diese Kritik da ist. Diese Kritik als letzter Punkt vielleicht noch, ist in westlichen Medien und gerade in Deutschland sehr falsch und einseitig dargestellt worden. Man hat es sich sehr leicht gemacht, man versucht sich es leicht zu machen und wo hat so ein bisschen diese Karte gespielt, ja, das ist dieser Hardliner Netanyahu, wo auch mal gleich begründet wurde, was so eine sonderlich Hardliner Position sein soll, wenn er als Präsident, als Ministerpräsident, als Premierminister eines Landes, was seit 35 Jahren von diesem Land, mit dem er gerade verhandelt wird, mit der Vernichtung bedroht wird, ist es relativ naheliegend, dass er sich kritisch äußert dazu und Bedenken anmeldet. Es wurde aber so dargestellt, als wenn das eine mehr oder weniger isolierte Position von Benjamin Netanyahu sei. Und das ist schlicht und einfach falsch. In diesem Punkt haben alle entscheidenden Oppositionspolitiker und Politikerinnen in Israel sich in genau der gleichen Art und Weise wie Benjamin Netanyahu geäußert. Yair Lapid von der liberalen Zentrumspartei Yesh Atid, Ethan Kabel, der sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende in der israelischen Knesset, Yitzhak Herzog von der Zionistischen Union, also Bündnis aus Sozialdemokraten und der Zentrumspartei, sie alle haben gesagt, Netanyahu macht eine falsche Politik gegenüber den Palästinensern, er macht eine schlimme Wirtschafts- und Sozialpolitik, dem würde ich zustimmen, er versteht den arabischen Frühling nicht, er macht eigentlich alles falsch, aber in diesem Punkt, bei der Einschätzung des iranischen Regimes und bei der Kritik an den Verhandlungen, die im Augenblick mit dem Regime laufen, diesem möglichen Abkommen, gibt es keine Regierung und keine Opposition. Dort sind wir uns einig und wir werden gemeinsam versuchen, diese Kritik hörbar zu machen. Das sollte man zumindest in Europa und insbesondere in Deutschland doch mal zur Kenntnis nehmen. Es gibt sehr gute Gründe dafür, warum Israel, für das das nach wie vor eine existenzielle Bedrohung ist, diese Kritik formuliert. Es gibt aber auch sehr gute Gründe, warum eine Reihe von arabischen Staaten diese Kritik ebenso so deutlich formulieren. Einer davon ist schon angesprochen worden hinsichtlich der revolutionären Außenpolitik. Das nur als letzten Abschluss. Wenn man wissen will, wie dieses iranische Regime tickt, lohnt es sich, schlicht und einfach die Verfassung dieses Regimes, dieser Islamischen Republik, anzugucken. In der Verfassung der Islamischen Republik, die Sie auch in deutscher Übersetzung finden, in einer autorisierten deutschen Übersetzung, im Wissen vom iranischen Regime, dort können Sie nachlesen, dass alle Vertreter dieses Regimes zu einer revolutionären Außenpolitik verpflichtet sind. Ja? Es wäre genau genommen Verfassungsbruch, wenn der Iran seine Politik ändern würde und sagen würde, naja, beschränken wir uns auf den Status quo und werden eine stabilisierende Macht. Und daraus resultiert genau dieses Desaster im Nahen Osten, was Thomas schon sehr eindrücklich beschrieben hat, mit dieser extrem expansionistischen Politik, die im Übrigen Qasem Soleimani kurzzeitig auf einer iranischen Website auch in die Zukunft verlängert hat. Das war meines Wissens nur zwei, drei Tage dort zu lesen. Aber aufgrund dieses Erfolges, den Thomas gerade schon beschrieben hat, dass man jetzt in Bagdad, in Damaskus, in Beirut und in Sana'a bereits das Sagen hat, hat er gesagt, und als nächstes kommt Jordanien dran. Ja? Und dann kriegen Sie einen Eindruck davon, was für eine eminente Bedrohung auch jenseits des iranischen Atomprogramms von diesem iranischen Regime für den Staat Israel ausgeht.